Weil ich dann ja schon fertig bin. Was können wir hier beim Eisern verwenden? Da können wir Truppen und Magier. Dann werte ich die doch mal auf. So, dann passt das hier perfekt. Ja, hier haben wir immer noch nicht viel Geld. So eine fette Wumme können wir uns da nicht leisten. So, Verbesserungslevel 2. Keine Helden. Dünenräuber, Wüstenschläger und Sandhunde kommen auch noch. Ja, dann würde ich fast sagen, setze hier Truppen. For the King. Setze dann drumherum Magier. I put a spell on you. Have at thee. Hier kommen dann noch mehr Truppen hin. Und da auch. And glory for the King. Might and magic. I put a spell on you. So, ich hoffe, das funktioniert. Wahrscheinlich überhaupt nicht. Freedom! So. Da würde ich dann tendenziell einen Magier hinsetzen. Might and magic. So. Dann setze ich da mal Truppen. Da sind sie auch mal Truppen. Und da dann wieder ein Magier, würde ich sagen. Da würde ich dann auch einen Magier hin tun. Freedom! Da dann nochmal Truppen. Dass ich hier erstmal die Truppen. Dass wir hier oben so ein bisschen Verteidigung noch haben. Und da dann gleich den Magier. Jetzt den Magier. Den würde ich dann tendenziell auch noch aufwerten. Wenn ich das Geld dazu hätte, würde ich ihn aufwerten. Ja, das hat sehr gut geholfen. So. Das wird jetzt aber noch ein bisschen knapp. Haben wir sonst noch? Da kann ich noch, ja, wahrscheinlich am besten auch noch Truppen setzen. Und dann würde ich die vielleicht noch aufwerten. Den kann ich nicht aufwerten. Hier können wir das Stargeld ja... ach so. Ja, ich dachte jetzt, da kommen noch mehr. Da habe ich das irgendwie voll überschätzt. So, hier kann man Bogen, Truppen und Magier machen. Haben wir irgendwelche, die noch beschränkt sind? Hier haben wir nur Bogen und Truppen. Machen wir erstmal die beschränkteren, würde ich sagen. Einfach weil wir hier noch nicht so viele Punkte haben, dass wir uns das jetzt alles leisten könnten, so aufzuwerten. So, da machen wir einfach wieder Truppen. For the King. Ja, der Sandwurm ist hier übrigens verendet. Das Kamel jetzt auch. Have
Was kommt denn hier? Unsterblicher Kriegshund, Riesenwespe, Dünenräuber, Wüstenmurgen, Schütze und Wüstenschläger. Die Dünenräuber waren doch die, die man nur mit Truppen rauslocken konnte. Dann machen wir doch mal ein paar Truppen. For the King! Avati! Da vielleicht auch noch. Charge! Dann will ich hier überall sonst Bogen setzen, tendenziell. Bullseye. Archers ready. Da machen wir vielleicht hier nochmal einen Truppen ein paar hin. And glory. Dodge this. For the King. So, da kann ich auch noch. Ja, gute Frage. Ich glaube, vielleicht machen wir hier besser noch ein paar Truppen. Charge! Bullseye! Archers so. Ready? Bullseye! Werten wir mal so auf. Und dann kommen hier die Wespen. Die können hier nicht schießen schon, oder geht das schon? So. Schön, dass der natürlich nicht auf die Westen da gezielt hat gerade. Freedom! So, dann kommen hier die soweit. Uiuiuiui. Nein! Wie soll ich die denn aufhalten? Die Bogen schießen halt alle auf alles Mögliche, nur nicht auf das, was sie sollen. Also irgendwie brauche ich mehr Bogen, glaube ich. Ich meine, hier braucht man dann schon ein paar Truppen. Da vielleicht noch. Ja gut, da vielleicht auch noch, aber ansonsten versuchen wir es mal hier mit nur Bogen. So, ja gut, hier könnte ich auch noch die kaufen, wenn ich wollte. Freedom! So, dann werten wir hier hoffentlich gleich alle Bogen auf. Dass wir den Wespen hier noch mehr Schaden zubereiten. Archers ready. Könnt ihr mal auf die Westen schießen? Freedom!
konnte den schon setzen. Nein! Alter, es kann doch wohl nicht wahr sein. Wie soll man das denn schaffen? Entweder man hat zu viele Bogen, um die Dinger da oben, also die Fetten, zu besiegen, oder man hat zu wenig Bogen, um die Wespen satt zu machen. Charge! For the King! Avati! Ich kann halt schlecht Truppen und Wespen und Bogen gleichzeitig aufwerten. Dodge this! Ich glaube, hier brauchen wir dann schon Truppen. Dodge this! Bullseye! Archers ready! Ich bin jetzt. Na, so wollte ich das nicht bauen. Jetzt komme ich schon völlig durcheinander, weil. For the King! Na, wie hatte ich denn das gebaut? Da hatte ich Truppen gesetzt. Avanti. Charge! Und dann hatte ich. Ja doch, hier hatte ich doch auch Truppen gesetzt. For honor and glory. Dodge this! Bullseye! For the King! Dodge this! Bullseye! Archers ready! Dodge this! So. Bullseye! Keine Ahnung, ob das funktioniert. Setze ich erstmal dahin, die kann man ja später noch woanders hin bewegen, wenn es nötig wird. Dodge this. So, den kann ich ja aufwerten. Muss ich dann auch, glaube ich, mal aufwerten, damit die hier ein bisschen mehr Stand halten. Alter, jetzt sind da schon wieder so viele Fette. Freedom! Aber die Westen sind durch. Auch, dass die Wölfe immer warten, bis einer kommt, der... Alter, es ist ja wohl nicht wahr, oder? Also irgendwie geht das... Ich weiß nicht, wie ich das Level hier schaffen soll. Da kommen immer mindestens 30 da oben an oder so am Ende. Ja, müssen wir mal ein anderes Level probieren, weil ich habe keine Ahnung, wie man das hinkriegen soll. Dann machen wir mal das da meinetwegen. Da brauchen wir hier nur Bomben und die Dinge. Und dann haben wir ja auch schon keine mehr. So, da können wir einen Held verwenden tatsächlich. Okay. Dann machen wir den weg und den weg. Machen da Bomben hin. Da machen wir einen Magier hin. Ready to rumble! Get some! Get some! Incurable.
charge! For honor and glory! For the king! So. Nekromant kann man hier blöderweise nicht verwenden, aber dafür haben wir halt Boneheart. Der ist ja auch schon sehr gut. Mal rüber bewegen. So. Dann machen wir den vielleicht jetzt mal als nächstes. Boneheart schicken wir mal hin und her, damit er hier seine Dämonen immer mal setzt. So, du machst mir mal alles Platz. Jetzt geht's wieder rüber. Ah, nein!